Freunde, bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, powered by Peperita TV. Ich mache uns heute einen Hirschbraten. Und für den Hirschbraten haben wir schon ein paar Dinge vorbereitet. Ein Hirschschulterblatt, 500 Gramm, frisch aus Österreich, zum halben Preis gekauft, um 3 Euro, sensationell. Preiselbeeren, Tomatenmark, Thymian, einen Rotwein, einen blauen Zweigelt, dann habe ich da noch ein bisschen eine Konfitüre, Bio-Waldbeer-Konfitüre, eine Butter, Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, die Petersilie brauche ich nachher für die Semmelknödel, ein Zwiebel und ein Gemüse. Und da drüben habe ich mir einen Topf schon aufgestellt, der heizt schon schön langsam auf und für den Hirschbraten. Ja, das allererstes, das Fleisch bitte hier aus der Verpackung rausnehmen. Ja. Ihr seht das ganz gut hier. Dann muss man das auf jeden Fall trocken tupfen. Mir sind jetzt über die Weihnachtsfeiertage leider die Küchentücher ausgegangen, daher muss ich jetzt ein Stoff, Entschuldigung, Tuch nehmen. Das kommt dann natürlich relativ schnell nachher in die Waschmaschine. Das lege ich mal zur Seite. So. An der Hirschschulter mache ich weiter nichts mehr. Die ist mir eigentlich so auch genug geputzt. Man könnte da noch die Häutchen wegnehmen. Ich lasse die jetzt einmal dran. Ist in Ordnung so. Hirschfleisch ist sehr mager. Das heißt, man muss zum Anbraten, beim Anbraten aufpassen, dass man nicht ganz zu scharf brät. Und ich gebe auch ein wenig Öl dazu. Ja? Das machen wir jetzt gleich als erstes. Seht ihr, das ist schon schön heiß, das Öl fängt gleich an sich zu bewegen. Das Fleisch ist trocken und wir legen es da hinein. Und was ich jetzt hier mache, ist folgendes, ich reduziere hier relativ schnell die Temperatur von 8 auf 6, gebe den Deckel drauf und lasse das jetzt einfach einmal auf einer Seite schön Farbe nehmen. Ja? In der Zwischenzeit kümmere ich mich hier um mein Gemüse. Ich habe hier einmal eine Karotte, die wird geschält. Dann eine gelbe Rübe, die wird auch geschält. Eine Petersilienwurzel, die schälen wir natürlich auch leicht. Ein bisschen an Lauch, ein bisschen an Sellerie. Dann eine Zwiebel. So schnell kann es gehen. Jetzt haben wir hier unser Fleisch. Das ist jetzt schon einmal auf einer Seite gut angebraten, das seht ihr jetzt gleich. Jawohl, sensationell. Mach wieder den Deckel drauf, ich bin immer noch auf Herdstufe 6, ihr seht es hier. Nehmen wir jetzt hier den Zwiebel als erstes, würfeln wir den. Der gewürfelte Zwiebel kommt jetzt ganz schnell mit der Teigkarte hier zu unserem Fleisch dazu. Jetzt seht ihr auch den Grund, warum ich die Temperatur schon sehr früh reduziert habe. Der Topf hat genug Hitze, ja, dass das Fleisch noch eine Farbe bekommt. Aber die Zwiebel, die ich jetzt dazu gebe, die soll nicht schwarz werden, sondern die soll nur, wenn überhaupt, eine leichte Bräunung bekommen. Ja. Und das wird uns jetzt hier wunderbar gelingen. Das sieht man hier recht gut. In der Zwischenzeit habe ich hier die Petersilie, heben wir wie gesagt auf. Ich habe fast keine mehr. Ich habe hier ein bisschen an Lorbeer, den gebe ich dazu. Und dann habe ich da Wacholderbeeren. Und bei den Wacholderbeeren, da habe ich heute dem Alfons zugeschaut, in irgendeiner Kochsendung im Ersten. Und der hat gesagt, mehr Wacholderbeeren hinein, mehr Wacholderbeeren hinein. Ja, der Bazi will seine Gewürze verkaufen, das wissen wir schon, ja. Aber ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr mit weniger Wacholderbeeren zurechtkommt. Und das ist auch ganz einfach. Ich habe jetzt da 2, 4, 6, na, wir nehmen 6. Weil 6 ist eine gute Zahl. Die mag auch der Alfons, die Zahl. Ja, so. Das ist keine Anspielung, ja. Und den Wacholder zerdrückt man jetzt hier, ja. Und damit geben wir, der Spiegel fällt gleich runter. Schaut her, da haben wir jetzt die angedrückten Wacholderbeeren. Und die geben jetzt, weil sie zerdrückt sind, ihr seht es hier, geben die ihren Geschmack viel, viel besser an die Soße ab. Und das ist wunderbar, das wollen wir nämlich. Geschmack soll in die Soße. Jetzt gehe ich her, ihr seht hier die Zwiebeln,
Wacholderbeeren, ich gebe ein bisschen ein Tomatenmark da dazu. Ja. Verrühre das Ganze da drinnen, dass das da auch eine leichte Bräunung bekommt. Man sieht es da eher am Topfboden recht gut. Und jetzt kommen wir eigentlich zum einfachen Teil der Veranstaltung. Ja. Es kommt jetzt hier dazu jede Menge Rotwein. Das Wild verträgt Rotwein. Und ich auch. So, da brauchen wir dann noch einen Teelöffel. Und ich gebe jetzt gleich wieder dazu, heute machen wir es wieder richtig. Einen Bio-Gemüsewürfel. Ja, ich habe ja keine Zeit am Nachmittag eine Soße zu kochen, ein Kalbschü. Und eingefroren habe ich auch keinen mehr. Jetzt haben wir die Bio-Gemüsebrühe dabei und einen Brühwürfel Hühnerbrühe. So, geben wir beides dazu. So, dann gehe ich Hände waschen. Und wenn ich die Hände gewaschen habe, dann bringe ich auch einen Teelöffel mit. Und dann richten wir das Gemüse her, geben das zur Soße und dann ist das fertig zum Schmoren. Passt auf, wie schnell das geht. Hände sind sauber. Löffel habe ich mir mitgebracht und jetzt geht's los. Wild verträgt sich gut mit Früchten. Daher gebe ich hier jetzt schon einmal ein bisschen Konfitüre Bio-Waldbeer von Spar Natur pur dazu zur Soße. Feine Sache. Dann kommen hier noch Preiselbeeren dazu. Auch sehr gut. So, das war jetzt übrigens in beiden Fällen fast ein Esslöffel. Und was haben wir noch vergessen? Einen Löffel darf man abschlecken. Ich habe hier noch einen Bund Thymian, den legen wir da in die Soße dazu. Und jetzt machen wir die Geschichte hier einmal zu. Und jetzt richte ich das Gemüse her. Das mache ich wieder im Schnelldurchlauf. Das kommt nämlich jetzt noch hier zu unserem Hirsch dazu. Und da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das schneiden kann. Man kann es in Würfel schneiden, man kann es in Streiferl schneiden. Schaut einfach einmal, was es wird jetzt bei mir. Das Gemüse ist geschnitten und hier bei unserem Hirsch schwimmt es. Und jetzt ist einfach wichtig, dass man das hier einmal aufkochen lässt, ruhig ein bisschen stärker. Das machen wir jetzt und dann reduziert man die Hitze und lässt das Ganze 1,5 Stunden bei mäßiger Hitze dahingaren. Kocht schon. Jetzt mache ich den Deckel drauf, reduziere auf 5 und wenn der Hirsch aus dem Topf rührt, dann komme ich zurück. Bis nachher. So, meine lieben Freunde, zurück bei unserem Hirschbraten. Der hat da jetzt 1,5 Stunden circa bei mäßiger Hitze vor sich hingegart. Und da mache ich jetzt zweierlei Dinge. Zum ersten gehe ich einmal her und nehme mir das Fleisch heraus. Zum zweiten gehe ich da einmal mit der Temperatur auf Vollgas. Die Soße sieht man jetzt nämlich, die Karotte, die hat noch einen leichten Biss. Ich habe vor 5 Minuten eine probiert. Aber die Soße ist natürlich, man soll es eigentlich mit einem Schöpfer zeigen, die ist noch dünn wie eine Suppe. Geschmacklich schon nicht so schlecht. Daher muss man diese binden. Dafür habe ich mir vorbereitet eine geschälte Kartoffel und die Reibe. Und da reibe ich jetzt ganz frisch in die kochende Soße, puh ist das heiß, diese Kartoffel hinein. Und die Stärke von der Kartoffel, die bindet jetzt mir die Soße so, wie ich es möchte. Lasst mir das jetzt wieder ein paar Minuten stehen. Schaut sich das an. Und dann bindet die Soße schön langsam. So. Während diese Soße jetzt hier noch ein bisschen kocht, ja, schneide ich das Fleisch an.
Und ich probiere es natürlich auch, weil ich kann ja meinen Gästen nicht an 10 Hirschbraten vorsetzen. Das geht ja nicht. Ne? Aber der schaut wirklich butterweich aus. Das ist gut. Jetzt tun wir das einmal probieren. Es kommt vor, dass man das Fleisch aufschneidet und es ist einfach noch nicht zart genug. In diesem Fall nehmt ihr das Fleisch, und ich mache das jetzt auch, und legt es zurück in die Soße. Und lasst es da ganz einfach noch einige Minuten mitgaren. Und dann ist der Hirsch sicher zart. Und in ein paar Minuten, ich lasse das jetzt hier noch ein bisschen vor sich hin köcheln, in ein paar Minuten geben wir noch ein Stück Butter dazu und dann richten wir das Ganze an. Ich habe ja im nächsten Video Semmelknödel gemacht, ja, die servieren wir dazu. Bleibt mal dran. Freunde, wir kommen zum Finale von unserem Hirschbraten. Ich habe mir jetzt hier aus der Soße herausgenommen die bereits in Scheiben geschnittenen Hirschbratenscheiben. Die dampfen auch herrlich. Auch die Karotten. Ja. Und jetzt kommen wir zum Trick. Ich habe ja dann noch von Weihnachten diese hervorragenden FG Metzger Lebkuchen. Ja. Und der Hirsch, der verträgt Lebkuchen. Und zwar hätte man den auch schon am Anfang dazugeben können. Aber ich zeige es euch jetzt. Warum? Weil man manchmal mit der Soße noch nicht ganz zufrieden ist und dann will man die noch irgendwie verfeinern. Und da ist jetzt eben der Tipp, nehmt euch Lebkuchen. Die hat man jetzt noch von Weihnachten. Passt in die Jahreszeit. Die gibt man da dazu, verrührt die ein bisschen und lasst die nur ganz kurz da in der Soße ziehen, bevor wir die Soße dann abpassieren. Und den anderen Lebkuchen, den isst man auf. Also die Orange. Bei der Orange, wenn ihr am Schluss Orangenaroma dazugeben wollt, ja, dann müsst ihr bitte Saft nehmen. Ja. Nicht mehr Schale. Schale muss ein bisschen mitkochen, weil sonst ist die nicht weich. Ja. Das ist nicht gut. So, und jetzt ist es im Prinzip schon gut. Jetzt tun wir die Soße da rüber passieren. Diese Soße lässt man jetzt hier noch einmal knalle aufkochen. Währenddessen können wir unseren Hirschbraten anrichten. Dann habe ich da hier hinten, die habe ich ja angekündigt, da gibt es dann noch eben einen zweiten Video. Da habe ich vorbereitet Semmelknödel-Soufflés. Schaut her, die Soße kocht jetzt da hinten und da gebe ich jetzt natürlich noch ein bisschen Butter dazu. Ja, für einen abschließenden Geschmackskick sozusagen. Ja. Dann kosten wir die Soße natürlich einmal. Großartig. Großartig. Es hat jetzt ein bisschen Lebkuchen bekommen. Das hat einen Hauch von Schokolade. Man schmeckt natürlich auch den Thymian. Dann haben wir gar keinen Knoblauch das mal drinnen gehabt. Ja? Aber ich sage es euch, fantastisch. Das ist fantastisch geworden. Jetzt kann man die Soße da schön übers Fleisch drüber geben. Beides ist super heiß. Und dann kann man den Hirsch servieren. Ich wünsche euch guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Rezepte wie immer auf der Peperita. Wie schmecken dir das? Ja, das Knödelsoufflé ist fantastisch. Und die Sauce? Auch die Karotten. Alles super.